Dr. Saif Afad, Sie sind Radiologe aus dem Irak 2004 nach Deutschland gekommen. Zurzeit arbeiten Sie im Impfzentrum des Landkreises Tübingen. Wir sprechen über Corona-Schutzimpfungen. Unter Geflüchteten haben wir von Gerüchten gehört, dass die Impfungen Spätfolgen hätten. Solche Gerüchte verbreiten sich besonders über Facebook, soziale Medien. Da heißt es beispielsweise, dass die Impfung Krebs auslösen würde oder dass das Blut gefressen würde. Vielen Dank für die Frage. Die Wahrheit ist ganz simpel. Keiner der Impfstoffe interagiert oder verändert unser Erbgut. Ich glaube, das, was am meisten kursiert ist, ist tatsächlich, dass diese Impfstoffe Krebs auslösen können. Das muss man einfach wissen. Wir haben zwei Gruppen an Impfstoffen. Wir haben die Vektorimpfstoffen und die Messenger-mRNA-Impfstoffen. Und beide Gruppen, also es wurde nicht wissenschaftlich bewiesen, dass sie unseren genetischen Code, also unsere DNA, verändert. Die meisten Gerüchte sind wissenschaftlich falsch und wurden nicht erwiesen. Ich und die meisten meiner Kollegen wurden übrigens geimpft und es geht uns allen gut. Wir haben bisher keine späten Folgen der Impfung gesehen. Was jetzt in 2, 3 Jahren passiert, das ist eine Sache, die man jetzt nicht wissenschaftlich untersuchen kann oder vorhersagen kann. Allerdings, das ist bei jeder Impfung, braucht das gewisse Zeit, um wissenschaftlich das auswerten zu können. Ich bin aber da sehr beruhigt, dass das sind ziemlich sichere Impfstoffe, sich handelt hier aktuell. Wann haben Sie sich impfen lassen? Ich habe mich im Januar impfen lassen. Hatten Sie Sorgen, als Sie sich haben impfen lassen? Nee, ich hatte überhaupt keine Sorgen. Ich habe mir die wissenschaftlichen Arbeiten angeschaut. Ich vertraue auf Wissenschaft, arbeite auch an einer Uniklinik, mache selber auch Wissenschaft und ich bin total überzeugt von den Zahlen und von der Wissenschaft, die dahinter steckt. Es ist irritierend, dass alles so schnell ging. Aber um die Pandemie zu dämmen, muss das auch schnell gehen. Vielen Dank, Dr. Saif Afad. Bitte schön.